Herr Rennert, wir würden uns heute etwas tiefergehend über den Start der Blue Pages unterhalten. Und da Sie angesprochen hatten, dass es eben um einen Online-Assessment-Verlag geht, wären da natürlich so ein paar Sachen anzusprechen, eben was eben den Verlag an sich angeht, was die Assessments angeht und was natürlich von da ausgehend auch den Support von den Assessments angeht. Okay, ganz kurz noch zum Start der Blue Pages. Die gibt es ja schon seit 8,5 Jahren, aber was jetzt wirklich neu ist, das ist, dass wir uns jetzt als Verlag positionieren und weniger als Ausbildungseinrichtung. Also jemand, der Schulungen anbietet, das sind wir auch noch, aber das ist eben untergeordnete Bedeutung. Das Wichtige ist, dass wir als Assessment-Verlag oder als Verlag von Lerneinheiten in Erscheinung treten. Und wie hätte man sich jetzt das Auftreten als Verlag vorzustellen? Also Sie hatten ja angedeutet, dass man da eben als Verlag auftritt, der nach dem Subskriptionsprinzip arbeitet. Das ist wahrscheinlich auch für mögliche Autoren oder vielleicht für mögliche Kunden jetzt nicht mehr unbedingt so der griffigste Begriff Subskription. Mhm. Ja, als Verlag stellt man sich ja heute immer noch was vor, was im Prinzip Ausgaben auf Papier rausgibt, also Bücher und die verlegt und über den Buchhandel verkauft. Das wollen wir nicht sein. Wir wollen also kein Papier in Massen ausstoßen und verkaufen, sondern wir wollen Online-Produkte im Fokus haben. Und zwar, wie ich in einem früheren Interview schon mal gesagt habe, Online-Produkte in dem Sinn, dass zwar auch Inhalte vermittelt werden, verlinkt werden, vielleicht auch von uns produziert werden, aber der Kern des Ganzen, das ist dann das Assessment. Das heißt, wie es hier auf der Webseite ja auch schon zu sehen ist, da greift Lehren und Lernen und Assessment ineinander, was letztendlich zur Selbsteinschätzung oder auch zur Einschätzung der Lehrer, der Professoren, der Ausbilder beiträgt, das sind ja Prüfungsergebnisse und diese Prüfungsergebnisse, die wollen wir also hier unterstützen, dass sich die Teilnehmer oder die Auszubildenden eben vorbereiten können. Die kriegen Fragen, die so ähnlich sind, wie sie auch hinterher in der realen Prüfung auftauchen und sie können dann sich selbst einschätzen, wenn sie die Tests absolviert haben und haben die Ergebnisse bekommen. Und das können sie so oft wiederholen, wie sie möchten. Das ist das eine. Dann tun wir aber auch eben als Verlag solche Unterlagen an Einrichtungen, die von uns haben möchten, rausgeben. Das heißt, wir produzieren die und dann können die also auch als Lehrmaterial mit eingebaut werden auf den Webseiten, auf den Lernplattformen der Kunden, ob die jetzt eine Uni sind oder eine Schule oder ein Betrieb. Moodle ist im Augenblick unser Fokus. Das ist ja auch die am weitesten verbreitete Plattform. Und da werden wir als Verlag eben solche Lerneinheiten produzieren, die man dann einfach auf dieses Moodle wiederherstellt. Wir haben es gesichert. Und so wie es bei uns ist, so bekommt man das dann auch auf diesen Lerneinheiten präsentiert. Das heißt, man würde im Prinzip also für diese Einrichtungen oder Schulen und Hochschulen als eine Art Lizenzgeber für diese Lerneinheiten auftreten. Genau, also das, was wir verkaufen, das ist ja nicht ein Buch, was man so physisch anfassen kann und über den Tisch schiebt, sondern wir haben eine Software, die man dazu nutzt, solche Lerneinheiten zu produzieren, die man da anlegt und von uns angelegt wurden, von unseren Autoren. Und die ist ja ganz einfach zu kopieren. Das kann heute jeder, der mit dem Computer nur ein bisschen umgehen kann, der kann da locker was kopieren. Aber da muss man eine Berechtigung für haben, um das zu nutzen. Und da gibt es also eine ganze Menge zu beachten für diejenigen, die also das einsetzen. Aber das erleichtern wir dadurch, dass wir eben sagen, unsere Lerneinheiten, die können also dann so verwendet werden auf dem von uns lizenzierten Server, wie der das möchte. Das heißt, man kann die verändern, man kann was weglassen, man kann was hinzumachen. Das ist alles eine Option, die man da bei Büchern nicht hat. Die sind so, wie sie ausgegeben werden, dann da. Aber dies ist dynamisch, das heißt, sie können da
Passagen zwischenstellen, Sie können neue Fragen dazu dichten und diese ganzen Optionen hat man und das ist also eine enorme Erweiterung dessen, was man bisher mit papierenden Medien hat. Das heißt also, der Support, bei dem wir jetzt eigentlich angekommen wären, würde in die Richtung gehen, dass man es grundsätzlich einmalig einrichtet, einmalig diese Lizenz vergibt und dann natürlich eine Einweisung für das lizenznehmende Institut vornimmt und die dann aber dieses Institut oder diese Einrichtung dann eben versucht, möglichst zu befähigen, eben diese Moodle-Kurse selbstständig dann zu erweitern, zu verändern, wie es eben dann den sich wandelnden Ansprüchen ergibt. Genau, Sie haben es eigentlich schon genau beschrieben. Wir liefern das, was die Kunden brauchen. Oft wird es so sein, die sind perfekt in Moodle. Denen müssen wir vielleicht einen Tipp geben, welches Plugin sie noch installieren müssen, für welche Version. Und dann vielleicht noch einen kurzen Tipp, wie man das hochlädt. Auch, könnten wir auch als Dienstleistung anbieten. Aber das ist eine Standardaufgabe, die man, wenn man die einmal beherrscht, selbstständig machen kann. Also sofern da der Kunde unsere Dienstleistung wünscht, können wir das tun, auch über Fernwartung oder eben mit Videokonferenz gibt es ja heute ganz gute Möglichkeiten in den üblichen Windows-Versionen, aber auch an anderen Rechnern wäre das möglich, dass man eben von fern auf den gemeinsamen Bildschirm schaut und macht das. Und wenn der Kunde das wünscht, reisen wir auch noch an, aber das wird eher die Ausnahme sein. Ich habe vor Jahren schon in Hamburg mal was installiert, da hatte ich einmal persönlichen Kontakt mit denen hier in meinem Büro. Aber dann wurde die ganze Lerneinheit in Hamburg installiert und da brauchte man mich gar nicht mehr zu. Das wird auch in der Regel so sein. Das heißt also, dass ein längerfristiger Support von diesen Projekten in Moodle eben zwar möglich ist, aber wahrscheinlich eher nicht die Regel sein werden wird. Ja, den Support stelle ich mir so vor, dass wenn diese Lerneinheit einmal fertiggestellt wurde, da haben sicherlich viele Nutzer Ideen, wie man das besser macht. Also ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Und da stelle ich mir den Support vor, dass man dann gemeinsam diese Sache verbessert. Dazu dient ja auch eine der drei Plattformen, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen. Es gibt eine kostenlose, die Startplattform, dann die Premium-Plattform für die Nutzer und die, wo Developing am Anfang steht. Das ist eben dazu gedacht, dieses fortzuentwickeln und da, das ist so geplant, dass wir gemeinsam mit den Kunden, mit denen die unsere Einheit installiert haben, überlegen, wie kann man das permanent verbessern und wenn sich dann wirklich was getan hat, dann kann diese verbesserte Version natürlich auch wieder in den Markt gebracht werden. Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Sie haben ja grundsätzlich drei Arten von Assessments, nämlich einmal die kostenlose, dann die Premium-Version, die natürlich eben kostenpflichtig ist und dann eben die eben auch von Ihnen erwähnte Developers-Kategorie. Das heißt, man würde also in den kostenlosen Kursen, da hat im Prinzip jeder Zugriff mit einer beschränkten Anzahl von Kursen? Oder? In den kostenlosen Kursen, da werden manche werden vollständig sein. Die ich angeboten habe, habe ich also gerade Windows fertiggestellt, das kann man komplett kostenlos einsetzen. Da hat man auf der Premium-Plattform eben nur den Vorteil, dass man seine Lernfortschritte, weil man ja ein eigenes Profil hat und auch dort festgehalten wird, wie man sich weiterentwickelt hat. Das wird da festgehalten und das ist ein Vorteil, das hat man auf der Startplattform nicht, weil da meldet man sich irgendeinen Buchstaben an, wie jeder andere auch, der da zugreift. Und das wäre ein Vorteil, aber für andere Autoren, die nicht auf der Startplattform ihre Lerneinheiten komplett bereitstellen, wird es so sein, dass die im Rahmen dieser Subskription einen Teil bereitstellen, vielleicht 10% oder ein Kapitel. Und dort wird dann von den Teilnehmern gearbeitet werden können, so wie das mit der kompletten Einheit auch möglich ist. Aber es wird eben nicht komplett bereitgestellt. Wer das komplett haben will, der kann diese Lerneinheit entweder für den eigenen Server lizenzieren oder er kann eben, wenn er keinen eigenen Server hat, dann kann er eben das Ganze auf der Premium-Plattform abrufen. Und da steht es auch voll zur Verfügung. Das heißt, was man das grundsätzlich vorstellbar ist, dass jemand eine Premium-Lizenz erwirbt, dann eben mit seinem Kurs oder seinen Schülern versucht, diesen Kurs, diese Lerneinheit weiterzuentwickeln, wie es eben den eigenen Ansprüchen entspricht. Das würde dann also im Prinzip aus dem Premium, aus der Premium-Kategorie hochgestuft in die Developers-Edition oder Kategorie
Und wenn es da eben weitestgehend abgeschlossen ist, würde es wieder zurückgeschoben in die Premium-Kategorie. Können genau. Wir das so zusammenfassen? Genau, diese Rückkopplung ist absolut erwünscht. Wenn also jemand vielleicht diese Premium-Plattform erstmal nur nutzt, weil er den kompletten Kurs sehen will, aber er sagt, weil er Lehrer ist, das will ich im Unterricht einsetzen und ich habe eine Idee, wie man das verbessern oder vervollständigen oder erweitern, dann kann er diese Lerneinheit in der Developing- oder Developers-Version einsetzen, installieren, er behält alle Zugriffsrechte, er kann die Fragen erweitern, modifizieren, er kann die Inhalte verändern. Und wenn das dann hinterher so ist, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Mehrwert, der der Menschheit, der deutsch sprechenden Menschheit angeboten wird, dann kann man das vermarkten und anbieten und dann kann dieser Autor, dieser Lehrer oder das können ja auch Schüler oder Studenten sein, die können dann an diesem Mehrwert teilhaben. Das heißt, der Teil, der vorher schon da war, der wird natürlich weiterhin lizenziert von demjenigen, der es entwickelt hat. Aber wenn das jetzt nur 50% sind von der gesamten Lerneinheit, die dann am Ende herausgekommen ist, dann werden die anderen 50%, die dann als Umsatz erzielt werden, auch diesem Entwickler, der das weiterentwickelt hat, zur Verfügung gestellt. Das ist so gewünscht. In welcher Weise würden sich denn dann in diesem Premium-Segment die Preise staffeln? Kann man da jetzt eine gewisse Anzahl von Kursen erwerben oder würde man im Prinzip im Premium-Niveau, im Premium-Segment das gesamte Paket auf einmal kaufen? Gibt es da verschiedene Aufspaltungsmöglichkeiten? So, ganz im Klaren bin ich mir darüber noch nicht, wie wir das machen, aber tendenziell neige ich dazu, Flatrate ist heute ein Begriff, dass man sagt, okay, wer bereit ist, da bestimmten Preis für zu zahlen, der kann dann alle Kurse auf der Premium-Plattform, aber wer eben nur ein oder zwei braucht, da gibt es dann auch diese Version, wo man auf der Premium-Plattform nur auf bestimmte Kurse zugreifen kann, was dann natürlich auch entsprechend preiswerter ist. Also dass man grundsätzlich auch eine Light-Version in Anführungszeichen genau, erwerben könnte. Genau, also eine beschränkte Version. Es ist ja der vollständige Inhalt, aber wer hier diese Light-Version hat, der kann eben auf bestimmte Kurse, wo er sich einschreiben kann, kann er voll zugreifen, aber er sieht eben nicht alle Kurse. Das heißt also, dass jetzt jemand, der beispielsweise sich im Bereich Business Englisch bewegt, für den macht es dann natürlich auch wenig Sinn, das volle Paket zu kaufen, wo dann eben beispielsweise auch Latein oder Geschichte oder Mathematikwissenschaft und Mathematik enthalten werden. Das macht für den natürlich wenig Sinn. Das heißt, man könnte auch relativ zielgerichtet sich dann die gewünschten Assessments und Lerneinheiten raussuchen. Genau, also das ist dann eine Überlegung, wenn man da sagt, der volle Zugriff, der kostet vielleicht 100 Euro im Kalenderjahr und die Version, wo man vielleicht nur 3 oder 4 Kurse belegt, die kostet dann vielleicht 30, muss man überlegen, ob das attraktiv ist oder ob man sagt, okay, wir machen es aus verwaltungstechnischen Gründen so, dass wir eben grundsätzlich alles anbieten und damit dann also auch weniger Verwaltungsaufwand haben. Also das muss man sehen, aber das wird sich sicherlich dann ergeben, wenn wir den Markt das erste Mal intensiv beworben haben. Im Augenblick ist es ja noch so, dass wir vor dem Eintritt stehen. Abschließend wäre eigentlich noch die Frage, Sie hatten ja auch eingangs auch das Verlagsgeschäft besprochen, sind denn diese Assessments in Beziehung zu bringen mit dem Verlagsgeschäft, das würde sich ja anbieten, dass man eben versucht, einerseits natürlich diese Assessments bereitzustellen, die dann aber natürlich auch im Verlag in Beziehung zu setzen wäre mit dem Verlag. Das wäre ja eine gewisse Arbeitserleichterung oder Aufwandsminderung für Autoren in beiden Bereichen. Wenn es jemand, der eben sagt, okay, ich möchte nach dem Subskriptionsprinzip einen wissenschaftlichen Beitrag in dieser oder jener Richtung erarbeiten, dass der natürlich das auch als Lerneinheit zur Verfügung stellen könnte. Ist das in Verbindung zu bringen? Das ist also durchaus möglich, das ist ja auch von mir auch schon so gemacht. Bei Windows, wo ich eben erzählte, dass ich da gerade eine neue Version hier auf der Startplattform bereitgestellt habe, da habe ich auch 15 bis 20 Videos erstellt, um die Funktion zu erklären und habe einige Links gesetzt. Aber der Schwerpunkt und die Hauptarbeit sind eben die Assessments. Und das ist also auch, was mir eigentlich so vorschwebt,
Ich will ein Grundgerüst an Materialien, an Fundstellen im Internet bereitstellen, oft wird ja dann die Wikipedia genannt. Und das ist also eine Sache, die macht auf jeden Fall Sinn. Aber ich möchte jetzt nicht so prägend wirken. Jeder Lehrer hat sein eigenes Material. Wenn er da zu den Assessments und dem Grundgerüst, was da bereitgestellt ist, seine eigenen Links setzen möchte, dann ist das natürlich absolut richtig. Oder wenn er da eigene PDF-Dokumente hochlädt, die er irgendwann mal in früheren Jahren mit einem Textverarbeitungsprogramm geschrieben hat, dann passt das absolut dazu. Wenn wir also schon einen Grundkurs liefern, dann soll das dazu einladen, dass alle, die als Lehrkräfte sagen, das ist mir aber wichtig, dann können die ihr Material dazu packen. Und wenn sie hinterher der Meinung sind, dass das ein echter Mehrwert ist, dann könnten sie das ja auch in Absprache mit uns unter dieser Developers-Version bereitstellen und dann überlegen wir, ob wir das dann auch gemeinsam vermarkten, weil wir wollen hier nicht einmal was produzieren und das dann starrerweise verkaufen. So ist es ja bei den Büchern üblich gewesen, aber da gab es ja später auch Auflagen, Neuauflagen, wo man Verbesserungen einbrachte, nur das ist hier viel einfacher und das wollen wir natürlich auch nutzen. Wie wäre denn, Sie hatten ja eben auch angesprochen, dass heute natürlich viel auf Wikipedia zugegriffen wird, wie wäre denn in so einem Zusammenhang eben dann auch die Zitierfähigkeit von Lerneinheiten oder von Arbeiten, Wissensständen einzuschätzen, weil Wikipedia ist im universitären Bereich viel genutzt, aber immer etwas belächelt oder verschrien, weil natürlich eine Vielzahl von Leuten diese Inhalte nach eigenen Ansichten oder Wissensständen verändern kann. Wäre denn so ein erarbeiteter Lerninhalt so weit abgesichert, dass nicht jeder darauf zugreifen kann? Dass man eben sagt, ich zitiere jetzt nach diesem oder jenem Stand, beispielsweise Stand Oktober 2015, und das wäre dann eben nachvollziehbar und nicht für jeden zu verändern, dieser Inhalt. Ja, wenn wir mit Links arbeiten, zum Beispiel zur Wikipedia, dann ist das sowieso rechtlich völlig unproblematisch. Und wenn da sich jemand auf einen bestimmten Stand bei der Wikipedia bezieht, das kann man ja bei der Wikipedia in dem Protokoll auch nachvollziehen. Also Verlinkungen zu Materialien, die im Internet bereitstehen, die sind völlig unproblematisch, ne? Weil ein Link, der unterliegt da also nicht irgendwelchen Restriktionen beim Urheberrecht. Es ist natürlich guter Stil, dass man diejenigen, die man verlinkt, vielleicht auch mal anspricht, dass man das getan hat. Aber da ist also keine rechtliche Problematik hinter. Was eigenproduzierte Dinge betrifft, da muss man natürlich schon aufpassen. Zum Beispiel das Interview, was wir jetzt gerade führen, das enthält Bilder und Ton. Und da haben wir die vollen Rechte zu, die Urheberrechte. Und wenn man sowas dann in seine Einheit einbaut, dann muss man fragen. Das heißt, bei uns, wenn Sie das einbauen wollen, erwerben Sie einfach eine Serverlizenz und dann können Sie auf diesem Server damit machen, was Sie wollen. Aber wer Bilder von anderer Stelle nimmt, ohne das mit dem Autor, dem Ersteller abgesprochen zu haben, der begeht eine Rechtsverletzung. Und das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man eben vielleicht auch diesen Abschnitt mit Urheberrecht, den wir da bereitgestellt haben, anschaut. Es sollte so sein, dass Sie also nie mit dieser Rechtslage da in dem Sinne konfrontiert werden, dass Sie eben da abmahnen und ins Haus fliegen. Das ist also auch ein wichtiger Punkt, wo ich sage, da können wir eventuell noch wichtigen Support leisten. Bei vielen Lehrern und Ausbildern, wo ich in den letzten Jahren mit zu tun hatte, da herrscht eine große Unsicherheit. Was darf man im Internet tun, was muss man lassen? Aber das ist eben eine Sache, könnte man gelegentlich vielleicht im Quartal einmal so einen Workshop anbieten und dann können dann die teilnehmen, die Interesse haben und können diese Sache dann also auch von da an sicher bewerkstelligen. Das Material, was wir bereitstellen, da kann man von ausgehen und das werden wir mit den Autoren auch vertraglich so vereinbaren. Das muss so sein, dass da wir bzw. die Autoren alle Rechte haben, sonst sollten die uns das gar nicht anbieten. Wenn Sie eben Wikipedia zitieren, ist das unproblematisch, da ist ein Link. Aber das, was da gezeigt wird, ist ja auf einer anderen Webseite und nicht auf unserem Server oder auf dem Server, der lizenziert ist, sondern man wechselt zu dem anderen Server und das ist, wie ich eben schon sagte, unproblematisch. Das heißt also, dass im Prinzip die Sachen, die dann eben von Blue Pages originär bereitgestellt werden, würden dann eben auch einer der Blue Pages Lizenz unterliegen. Und da wäre man so gesehen auf der sicheren Seite. Alles, was dann eben von Blue Pages rausgeht, eben beispielsweise
zu Wikipedia oder zu anderen Internetseiten würde es grundsätzlich reichen, wenn man sagt, letzter Zugriff am beispielsweise 15. Oktober 2015 und dann eben den kompletten Link einfach anzugeben. Das wäre dann im Prinzip die Vorgehensweise. Genau, also man kann natürlich bei der Lerneinheit immer einen Stand vermerken und wenn der Stand vermerkt ist, dann betrifft das natürlich auch, dass man zu diesem Zeitpunkt auf die Wikipedia zugegriffen hat. Und in der Wikipedia ist ja bei jeder Seite die Historie vermerkt. Und wer dann eben nachvollziehen will, was haben die da zitiert, der sieht vielleicht jetzt eine neu überarbeitete Seite, aber über dieses Protokoll, was jeder Wikipedia-Seite dabei hat, kann man eben sehen, ah, so war es denn auch, ne, zum Stand der Produktion dieser Lerneinheit. Gut. Von meiner Seite wären dann jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Ich bedanke mich für das Interview. So. Thank you.